Ich bin fertig. Ich bin auch gleich fertig, Mama. Klasse, der Strauch sieht richtig schön aus. Okay, Kinder, gehen wir wieder rein. Mama, können wir noch ein bisschen draußen spielen? Oh ja, bitte, Mama, bitte, bitte, bitte. Ach, wenn es nach mir ginge schon, aber wir müssen leider erst die Testergebnisse abwarten. So, dann werde ich mal das Mittagessen zubereiten. Hey Trixie, hör auf. Hey, das ist mein Hello Kitty Kissen. Aua, wieso beißt du mich? Was ist denn los mit dir? Mach das nie wieder, hast du gehört? Nix kann man liegen lassen. Komm mit, ich hab dich jetzt runter zu Mama. Mama, Trixie hat mich gebissen. Echt? Sie hat dich gebissen? Das war bestimmt nicht mit Absicht gewesen. Hier, schau mal. Nein, das ist keine Bisswunde. Sie hat dich nur gezwickt. Hast du irgendetwas getan? Vielleicht ist sie auch erschrocken. Nö, ich habe ihr nur mein Kissen weggenommen. Sarah, Trixie spielt heute völlig verrückt. Echt? Was hat sie denn getan? Sie hat mir in die Hand gebissen. Was, dich auch? Bei mir hat sie es auch schon gemacht. Und warum hast du Mama nichts gesagt? Weiß ich auch nicht. Nur noch 5 Minuten köcheln lassen, dann können wir essen. Sarah, Lena, kommt dir runter, das Essen ist fertig. Mama, was gibt es denn heute zum Mittagessen? Deine Lieblingssuppe, Sarah. Gemüsesuppe mit Fleischbällchen. Oh, lecker. Ich glaube, Trixie möchte auch Suppe essen. Setzt euch schon an den Tisch, ich hole Damon von oben. Mom! Du bist hier auch schon munter. Das Essen ist fertig. Du hast bestimmt Hunger. Auch zum Essen? Er ist im Bad und wäscht sich die Hände. Trixie, du hast dein eigenes Futter. Martina, was ist denn mit unserem Tischbein passiert? Ah, gut, dass du es ansprichst. Ich bin vorhin aus Versehen dagegen gestoßen. Könntest du es bitte reparieren? Ja, ich mache es dann. Aber jetzt essen wir erst einmal, bevor es wieder kalt wird. Du, Wolfram, sag mal, weißt du, wann die Mogen wegen den Proben kommen? Zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr. Trixie, gehst du runter vom Sofa? Hoffentlich sind wir dann alle noch negativ und die Quarantäne kann endlich beendet werden. Langsam drehe ich hier durch. Ich bin auch froh, wenn ich endlich wieder in die Firma kann. Trixie, schlägst du denen ab? Damon, was ist denn los? Warum weinst du denn auf einmal? Was ist denn passiert? Ich habe keine Ahnung, er fing plötzlich an zu weinen. Was ist denn los, mein Großer? Schau mal, irgendwas mit seiner Hand. Trixie, hast du etwa Damon gebissen? Was ist denn nur los mit dir? So kennen wir dich gar nicht. Martina, Meckern bringt jetzt auch nichts. Wir sind alle mit den Nerven am Ende. Na, dann zeige mal her, mein Großer. Ich kann ja gar nichts erkennen. Puh, ich glaube, er hat sich mehr erschrocken, als es weh tut. Du hast recht, weißt du was? Ich werde dann den Sandkasten herrichten, damit die Kinder wenigstens im Garten etwas spielen können. Und du? Ich glaube, du hast auch die Nase ganz schön voll, Ich glaube, Damon weint. Bist du dir da sicher, Lena? Ich höre überhaupt nichts. Komm, wir gehen mal runter. Ja, okay. Mama, was ist denn los? Lena meint, Damon hat geweint, stimmt das? Ja, aber es ist nicht so schlimm. Er hat sich nur erschrocken. Na komm, Damon, wir gehen wieder ins Wohnzimmer. Ich muss noch etwas arbeiten, Martina, ich hänge mich noch mal schnell an den Rechner, okay? Weißt du was, Sarah? Wir malen Damon ein schönes Bild, dann freut er sich. Okay. Ich bin fertig mit meinem Bild. Warte, ich bin auch gleich fertig. Muss nur noch das eine Osterei malen.
Mama, schau mal, das haben wir für Demon gemalt. Mhm, zeig doch mal her. Einmal, das ist ein Osterhase und das ist ein Osterstrauß. Meinst du, es gefällt ihm? Hast du das ganz alleine gemalt? Das ist ja schön. Und mein Bild? Ich habe mein Bild auch ganz alleine gemalt, Mama, schau mal. Titi. Mama. Ach, Trixi, was machst denn du schon wieder? Lass das Kissen in Ruhe. Wolfram, was ist denn nun schon wieder los? Ich weiß auch nicht. Hat sie vielleicht ihre... Du weißt schon, was ich meine. Oh, Trixi, nein, nicht mein schönes Sofakissen. Ach, Trixi. Oh, Mann, was ist denn nur los mit dir heute? Und runter vom Sofa mit dir. Du hast hier oben nichts zu suchen. Hast du gehört? Oh, ich gehe hoch das Kissen nähen. Und du passt bitte auf, dass sie nicht noch mehr Blödsinn macht, okay? Alles klar, Martina. Du kannst dich auf mich verlassen. Trixi, du sollst doch vom Sofa runtergehen. Hopp, ab mit dir runter. Oh, Trixi, was hast denn du nun schon wieder angestellt? Das darf doch nicht wahr sein. Oh nein, was ist denn nur los mit dir heute? Ja super, jetzt haben wir auch noch einen riesen Kaffeefleck auf dem Teppich. Demon, kannst du nicht mal mit Trixi reden? Vielleicht stützt sie ja auf dich. I love you, Daddy. Ich liebe dich auch, Demon. Trixi, Steve. Oh, Trixi, du bist so süß. Nein, das darfst du nicht. Trixi, böse. Demon, hast du mich gerufen? Ich komme, Demon, warte. Trixi, Blödsinn. Ach du heiliger Bimbam. Trixi, geh runter von meinem Rechner. Oh je, ich hoffe, du hast nicht meine ganzen Daten gelöscht. Also heute hast du echt nur Blödsinn im Kopf, Trixi. Wenn das weiter so geht mit dir, da baue ich dir draußen eine Hundehütte. Oh oh, Lena, ich glaube, Papa schimpft mit Trixi. Lass uns mal runtergehen. Ach, verdammt mich noch einmal, jetzt hab ich alles umsonst gemacht. Das darf doch nicht wahr sein. Wolfram, ist bei dir alles in Ordnung? Was ist denn los? Ach, jetzt hab ich den ganzen Tag für nichts gearbeitet. Jetzt darf ich wegen Trixi auch noch eine Nachtschicht einlegen. Ganz toll. Ach, Wolfram, zurzeit sind wir alle etwas gereizt. Komm, leg eine Pause ein und wir spielen eine Runde Karten, hm? Oh ja, Schwarzer Peter will ich spielen. Ja, dann kann sich Papa ärgern, bis er schwarz wird. Ich glaube, Trixi will auch Schwarzer Peter mitspielen. Hallo ihr Lieben, wir hoffen, euch hat unser heutiges Video gefallen. Wenn ja, gebt uns doch einen Daumen nach oben und am Ende dieses Videos könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Folgt uns doch auf Instagram und dort könnt ihr uns schöne Kommentare schreiben oder Anregungen für ein neues Video hinterlassen. Ebenfalls zu finden sind wir auf YouTube Kids unter Familie Mattes.